Liebe Theaterfreunde, ganz herzlich willkommen zum Stück von der Woche. Heute mit der Woche? Nur von der Woche? Nicht vom Monat? Mit der grossen Schweizer Erfolgskomödie Polizeiruf 117. Und los geht's! Stück von der Woche Polizeiruf 117. In diesem Stück geht es um einen Polizist, der dank einer Kampfscheidung muss in der Gefängniszelle hausen. Und es freut mich besonders, dass der Autor von dem Stück, wo das Stück mit dem Stefan Pörtner zusammen geschrieben hat, hier im Verlag ist, live der grosse Beat Schlatter, ein grosser Schauspieler, ein grosser Autor und auch ein guter Freund. Beat, danke vielmals, dass du gekommen bist. Da gibt es keine Aktion. Aha, ich habe gemeint, du machst jetzt die erste Frage. Also, ich bin gern gekommen oder so. Aha! Ein grosser Schauspieler, ein grosser Autor und ein guter Freund ist heute im Bräuninger Verlag. Und zwar der Beat Schlatter. Beat, danke, dass du gekommen bist. Ja, ich bin gern gekommen. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Jetzt in diesem Stück, du hast eine Gefängniszelle sehr gut beschrieben, zum Beispiel, ist mir schon immer aufgefallen. Wie hast du diese gut können beschreiben? Ist das Erfahrung oder sind das Recherchen? Das sind Recherchen. Aber ich kann sagen, ich bin einmal sogar im Gefängnis auftreten, im Sachsenried. Das ist ein offenes Gefängnis. Und weißt du was? Ich habe dort sogar einen gekannt, der drinnen ist. Ja, das fährst ja nicht an einem ins Gefängnis, muss, das sagt ja niemand. Das hat doch echt eine grosse Reise in den Krügerpark in Afrika. Der Polizeiruf 117 ist eine Komödie über Polizei, wo die Polizei aber nicht bewusst als schlecht oder als blöd oder wie auch sonst dargestellt wird, sondern die Polizei kommt sehr gut weg in diesem Stück. Genau, ich finde das auch recht veraltet, wenn man in Komödie Polizisten einfach immer so als Volldeppen darstellt. Ich persönlich finde das ja gar nicht. Ich habe grossen Respekt vor der Polizei. Ich habe sogar zwei Freunde, sehr enge Freunde, die bei der Polizei arbeiten und das geht gut. Wir haben, als wir gestartet haben mit dem Stück in Zürich im Hechtplatztheater, haben wir über 10'000 Leute gehabt, die das sind geschaut, und sehr viele waren Polizisten gewesen. Wir haben ihnen sogar noch Rabatt gegeben, 20%, wenn sie den Polizeiausweis gezeigt haben. Und einmal hat dann eine Frau im Kassenhäuschen, die Billett verkauft, etwas Lustiges erzählt. Sie hat gesagt, sie sei am Nachmittag dort gesessen und habe das Telefon abgenommen. Und plötzlich ein Streifenwagen, oder, der direkt vor das Theater fährt. Und ein Polizist steigt aus und kommt direkt auf sie zu. Und sie hat einen Moment ein bisschen Schiss gehabt. Da hat er 8 Billett gekauft. Polizeiuniform, für alle, die es spielen wollen. Wie kommt man so eine Polizeiuniform an? Wie bist du an die angekommen? Du hast ja die Rolle 90 Mal gespielt von dem Polizeihauptwachtmeister. Wenn man so einen guten Ruf hat wie ich, ist es kein Problem. Da kannst du in jeder Polizeipost rein und sie geben. Nein, natürlich nicht. Nein, man muss damit rechnen, dass man halt dann vielleicht ein bisschen eine veraltete Polizeiuniform bekommt. Die aktuellen geben es nicht, dürfen es gar nicht. Aber die meisten Leute merken es gar nicht, ob das jetzt eine Saison vorher ist. Welches sind deine absoluten Lieblingstheaterautoren? Da gibt es viele. Tschechow habe ich sehr gerne, Shakespeare ist klar. Neil Simon, ganz grosser Komödie-Theaterautor. Molière natürlich, Beckett gefällt mir. Dann ja, natürlich Max Frisch, Biedermann und die Brandstifter, Dürrematt, Besuch der alten Dame. René Polesch gefällt mir wahnsinnig gut. Christoph Fellmann, Woody Allen hat sehr tolle Sachen geschrieben. Ja, ich habe sicher auch den einen oder anderen vergessen. Wahrscheinlich, ja. Danke für die ehrliche Antwort. Das war es vom Stück der Woche. Euch wünsche ich allzeit beste Unterhaltung und danke fürs Zuschauen.